Botschaft von Afra, 25. September 2016, empfangen durch Marlene Svetlischow, übersetzt von Martin Gadot. Geliebte Lichtarbeiter der Welt, ich bin Afra. Ich bin jemand, der vor Äonen auf der Erde gelebt hat und dann aus den irdischen Reichen aufgestiegen ist. Zusammen mit anderen Wesenheiten meiner Art. Ich bin eines der Wesen, die über die Nation Afrika wachen, jene Nation, die nach mir benannt ist. Die kosmischen Geschehnisse, die jetzt vor sich gehen, tragen auf großartige Weise zur Erhöhung aller auf der Erde bei, und ich habe beobachtet, dass sogar diejenigen in meinem geliebten Land, der Nation Afrika, die in äußerster Armut und Entbehrung leben, in ihren Herzen die Flamme der Hoffnung haben. Sie haben die Sehnsucht, in einer Welt leben zu können, die vom Licht der Liebe und von Frieden und Harmonie erfüllt ist. Sogar in ihren dunkelsten Augenblicken ist diese Flamme in ihnen niemals ganz erloschen. Und ich sage euch, geliebte Lichtarbeiter der Welt, diese Flamme der Hoffnung wurde durch eure Anstrengungen, durch euer Handeln, durch eure liebevolle Vision des Friedens für alle auf diesem Planeten neu entfacht. Was ihr, geliebte Lichtarbeiter, in eurem täglichen Leben tut, wirkt sich auf den gesamten Planeten und alle seine Bewohner aus. Jedes geringste Handeln, jeder Gedanke, jede Absicht, die ihr in dieser Richtung hegt, trägt zum höheren Wohl aller bei. Und ich blicke in großer Vorfreude auf die bevorstehenden Ereignisse, die die Pracht des goldenen Zeitalters neu etablieren werden. Die Herrlichkeit Gottes, die in jedem Herzen auf Erden erstrahlen wird, zusammen mit der Güte und Erhabenheit, die in ihnen ist. Ich bin von Dankbarkeit erfüllt für diese wunderbare Gelegenheit, zu euch durchzukommen und zu euch zu sprechen, meine Stimme einzubringen und euch zu unterstützen. Ich bitte euch, gedenkt meiner Kinder in Afrika und sendet ihnen eure Liebe. Und wenn es nur für kurze Augenblicke ist, damit sie in diesen kostbaren Momenten der Erdengeschichte gestärkt werden. Eure Liebe ist Nahrung für sie. Eure Liebe gibt ihnen Hoffnung. Das größte Geschenk, das ihr euren Schwestern und Brüdern machen könnt, die in dieser jetzigen Zeit mit euch zusammen auf der Erde weilen, ist eure starke Liebe und euer großartiges Licht. Und ich bitte euch, diese Liebe und das heilende Licht auch zu allen anderen Kindern der schwarzen Rasse zu senden, wo auch immer sie auf eurer Welt leben mögen, damit sie ermutigt werden und in ihrer Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ihre Rasse und für eine vereinte und friedliche Welt der gesamten Menschheit bestärkt werden. Jedes menschliche Herz trägt in sich den Funken des Göttlichen. Da gibt es keine Trennung. Denn in den Augen des Schöpfers von allem, was ist, sind alle eins. Ich sehe in der künftigen Zeit ein großes Licht aus Afrika strömen. Afrika wird ein großes Leuchtfeuer des Lichts in der Welt, der neuen Welt, werden. Ich bin hoch erfreut zu beobachten, dass es unter euch Leute gibt, die in ihrem Herzen den Wunsch tragen, täglich dafür zu arbeiten, heilende Energien und bestärkende Liebe an die Völker Afrikas und an die Menschen der schwarzen Rasse auf dem Planeten zu senden. Ich bitte euch, dass ihr euch an mich wendet. Ich werde mich euch zuwenden und eure Bemühungen bestärken. Wisst, dass auch ich zu den Wesenheiten des aufgestiegenen Lichtreiches gehöre. Und ich bin aufs Engste mit den inneren Wirkungsweisen des göttlichen Plans für Planet Erde und dessen Bewohnern vertraut. Wendet euch an mich. Es ist herzerwärmend, anerkannt zu werden und diese Gelegenheit zu haben, zu euch allen zu sprechen. Ich bin zutiefst dankbar. Ich bin Afra.